Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen, herzlich willkommen zum Podium hier beim DVBW-Kongress. Mein Name ist Alexander Gemeinhardt von der Schader-Stiftung. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen und kann nicht darüber hinwegsehen, dass ich Ihnen sage, eigentlich hatte ich etwas anderes vor heute Morgen, nämlich einem Vorsitzenden und einem Vorstand herzlich zu gratulieren. Was ich tun möchte, ist, dass ich denen, die Verantwortung bisher übernommen haben und bereit sind, die weiter zu übernehmen, sehr herzlich dafür danke. Und warum ich mir das herausnehme als Vertreter einer Stiftung, die die Gesellschaftswissenschaften fördert, ist, weil für uns als Stiftung die Fachgesellschaften ausgesprochen wichtig sind. Und zwar darin, dass sie ihr Fach in der Breite und in der Tiefe vertreten und damit anschlussfähig machen an gesellschaftswissenschaftliche und gesellschaftliche Prozesse, an Diskussionen und an Themen, wie wir sie heute diskutieren. Insofern kann ich Ihnen nur von Herzen wünschen, dass Sie im Laufe dieses Kongresses und im Nachgang gute Wege finden, dort weiter miteinander zu arbeiten dabei. Die DVPW ist seit 25 Jahren ein ganz essentieller Partner für die Schader-Stiftung. Vor gut 25 Jahren war sie beteiligt bei der ersten Vergabe der ersten Schader-Preise dabei. Die Schader-Stiftung, die den Dialog zwischen Gesellschaftswissenschaften und Praxis fördert, ihn sucht mit der Politikwissenschaft, der Soziologie, Kommunikationswissenschaft und anderen Wissenschaftsbereichen. Wir haben derzeit einige sehr aktive Kooperationen. Sie haben das zum Teil mitbekommen im Bericht des STAF beispielsweise. Wir arbeiten zusammen mit den Sektionen für politische Ökonomie und politische Theorie und Ideengeschichte, mit denen wir im nächsten Jahr eine größere Tagung in Darmstadt planen und seit einigen Jahren sehr intensiv mit dem Arbeitskreis Menschenrechte, mit dem wir beispielsweise jetzt am 4. Dezember eine Tagung zum Thema Cyber Justice veranstalten. Damit schließt sich ein gewisser thematischer Kreis, denn das Thema Menschenrechte ist im Moment für die Schader-Stiftung eines unserer Hauptthemen, das wir in diesem Jahr betrieben haben. Und das Thema der Menschenrechte im Cyberraum, wenn man diesen sehr trendunscharfen Begriff dafür verwenden kann, ist etwas, was uns im Herbst beschäftigt, was aber auch auf das heutige Podium bereits zielt dabei. Dieses Podium zur Ordnung von Freiheit und Sicherheit im Netz haben wir angelegt als Theorie-Praxis-Dialog. Und wir sind dem bisherigen Vorstand sehr dankbar, dass er diese Anregung angenommen hat oder auf uns zugekommen ist dabei oder wir gemeinsam, Frau Abitz, das jedenfalls entwickelt haben. Und dass Sie bereit sind, bei diesem Kongress ein solches Theorie-Praxis-Plenum hineinzunehmen. Dass wir der Meinung sind, dass der intensive Austausch zwischen exzellenter Praxis und exzellenter Wissenschaft ganz essentiell ist, um Ihr Fach auch weiter in den gesellschaftlichen Prozess einzuspielen, ist die Grundlage unserer Stiftung. Und insofern hoffe ich auf eine gute, interessante, spannende Diskussion heute. Wir danken sehr herzlich den Referenten, Referentinnen, die Herr Professor Bieber noch genauer vorstellen wird. Ich möchte nur darauf verweisen, dass ich mich besonders freue, dass Herr Professor Weidner vom Fraunhofer SIT in Darmstadt mit dabei ist, sozusagen als Nachbar von uns und in verschiedener Weise Kooperationspartner aus der Hauptstadt der Cybersecurity Darmstadt. Insofern freuen wir uns, dass wir Ihnen sozusagen etwas mitgebracht haben aus Darmstadt. Ich wünsche uns allen einen anregenden Vormittag. Na, das war ja ein prima Einstand. Einen guten Morgen auch von mir. Nochmal vielen Dank, Herr Gemeinhardt, für die Einführung. Das ist ja ein etwas anderes Panelformat als bisher, aber ich kann Sie beruhigen. Ich war nicht auf der Plasberg-Akademie und habe mich auf ein kontroverses Dazwischengeplapper vorbereitet. Das ist bestimmt nicht meine Absicht. Wir haben ohnehin nicht allzu viel Zeit und es gibt noch ein paar organisatorische Vorbemerkungen. Zum einen haben aufmerksame Leser des Programms festgestellt, es fehlt eine Person auf dem Panel. Eigentlich ursprünglich vorgesehen war Constanze Kurz vom Chaos Computer Club, die aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein konnte. Dann
ist eingesprungen Frank Rieger, der allerdings gestern auch abgesagt hat, vermutlich aufgrund eines Problems im Bereich der IT-Sicherheit, was nicht ganz ohne Ironie ist bei dieser Veranstaltung, jedenfalls dringende berufliche Verpflichtungen. Das führt uns dazu, dass wir nun einen Impuls von Herrn Weidner führen und dann in ein gemeinsame Diskussion hinüberwechseln, die allerdings zeitlich begrenzt ist in dieser Konstellation bis 12 Uhr, denn dann hat Herr Weidner einen Anschlusstermin, den er wahrnehmen muss und dann muss er zum Flughafen. Insofern also eingezwängt, gewisse Restriktionen, aber wir nutzen die Zeit und ich nehme davon jetzt auch nichts mehr von der Uhr, sondern begrüße auch noch mal ganz herzlich Herrn Professor Dr. Michael Weidner als Leiter des Fraunhofer Instituts für sichere Informationstechnologie und Inhaber des Lehrstuhls für Sicherheit in der Informationstechnik an der Technischen Universität Darmstadt. Wir haben gehört, der Hauptstadt der IT und Cybersicherheit. Das war mir neu. Bisher hatte ich Darmstadt nur als neuen Bundesliga-Standort kennengelernt, aber man lernt eben dazu. Ich bin ruhig und raus. Herr Weidner, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank. So, dann guten Morgen, prima. So, ich möchte die nächsten 15 Minuten ganz kurz einen Überblick geben zu diesem Thema digitale Souveränität, also die Sicht der IT. Und als Vorwarnung gleich, also ich weiß nicht, wie viele Nicht-Politologen oder zumindest rein Techniker in diesem Raum sind. Ich bin definitiv ein reiner Techniker. Also das ist jetzt meine Sicht. Verzeihen Sie mir, wenn ich eine andere Sprache spreche, aber wenn Sie mir beibringen wollen, wie Sie es ausdrücken würden, bin ich nachher sehr, sehr gespannt. Gut. Okay. Jetzt muss ich auch zu meiner Schande gestehen, dass ich hier leider nicht meine Folien sehe, weil ich habe so eine Brille, aber die ist nicht so gut, dass ich diesen kleinen Monitor da unten sehen kann. Gut, was ich kurz sagen möchte ist, also was ist digitale Souveränität? Das ist gerade ein heißes Thema in der Informationstechnologie, in der Nach-Snowden-Zeit. Ich möchte ganz kurz darüber sprechen, was ist Objektivität, wie ist es objektiv, was soll es sein? Was ist die Objective, was soll es sein, was ist die Realität? Tatsächlich ist Darmstadt die Hauptstadt der IT-Sicherheit, von daher kann ich sehr gut darüber sprechen, warum IT nicht sicher ist. Und am Schluss ein paar Empfehlungen, was wir aus technischer Sicht tun würden, auch an nicht-technischen Empfehlungen. So ganz kurz, warum ist IT unsicher? Also warum sprechen wir überhaupt von diesem Thema? Und ich glaube, da muss ich Sie wahrscheinlich nicht sehr davon überzeugen. Also alles, was Sie hier in diesen Kästchen sehen, sind IT-Systeme. Von den Mainframes oben bis zu den Connected Cars rechts unten, in der Mitte der Bundestag. Also alles ist in irgendeiner Form IT, alles ist offen, alles ist durchs Internet erreichbar, alles ist programmierbar, was bedeutet, man kann es von außen ändern, updaten, aber auch angreifen. Also sozusagen alle diese Dinge sind leicht angreifbar. Sie sind alle untereinander verbunden mit der Cloud. Die Cloud gibt es eigentlich auch nicht, sondern es sind auch schon Wertschöpfungsketten, die irgendwo hingehen, niemand weiß wohin. Also all diese Dinge sind angreifbar. Und ganz generell muss man sagen, in der IT ist die IT-Sicherheit sozusagen das Thema mit der größten Jobsicherheit. Weil wenn immer jemand mit einer neuen Idee kommt im IT-Bereich, garantiert kommt zwei Tage später jemand mit einem neuen Angriff auf eben diese IT. Also besser kann man es nicht treffen als jemand, der Experte sein möchte. Gut, jetzt wie gesagt geht es mir um digitale Souveränität. Und die Frage ist, was verstehe ich darunter unter digitaler Souveränität? Also ich verstehe darunter sowas wie Selbstbestimmung, Self-Determination. Das können alle hier recht sein, von den Bürgern bis zu den Staaten. Ich gehe mal davon aus, wir reden eher von Bürgern, von Unternehmen. Und dann hat digitale Souveränität eigentlich für mich vier Aspekte. Das eine ist die Fähigkeit, die Gestaltbarkeit, die Fähigkeit, die digitale Welt überhaupt nur zu gestalten, eben damit umzugehen, also sie zu beeinflussen. Es muss sicher sein, es muss datenschützend sein. Und der letzte Punkt ist besonders wichtig, weil er meistens nicht gegeben ist. Man muss in der Lage sein, auf irgendeine Art von nachvollziehbarer Art Vertrauen zu haben in die ersten drei Qualitäten. Also das ist sozusagen so meine intuitive Definition, aber ich glaube, sie drückt die Intuition der meisten Menschen aus. Gut, wir haben uns jetzt überlegt, wie sieht die Realität aus? Dann sind wir davon relativ weit entfernt. Also die Gestaltbarkeit ist sehr limitiert, nicht nur hier, aber ganz besonders in Deutschland und Europa. Also uns fehlt sicherlich in weiten Bereichen die Fähigkeit, IT selbst herzustellen, zu gestalten, aber auch uns als Menschen fehlt meistens die Fähigkeit zu beurteilen, was da abgeht. Also sozusagen, wir können eigentlich nur in Anführungszeichen blind vertrauen und wir haben wenig Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Strategie, wo die IT hingeht. Ja, also es gibt eine endliche Anzahl an großen IT-Konzernen in Deutschland, so ungefähr 1 bis 2. Das war es aber dann auch schon. Also darüber hinaus gibt es nicht sehr viel an Gestaltungsmöglichkeiten.
Sicherheit und Datenschutz, kennen Sie Sicherheit, Cybercrime und so weiter, Datenschutz von Massenüberwachung bis Profilbildung bis hin zu eben Datenanalysen. Da gibt es viele, viele Gefahren und Vertrauen, hatte ich schon gesagt, ist doch sehr limitiert. Cybersicherheit ist gleichzeitig völlig unbestritten ein Thema, was die Politik entdeckt hat. Wenn Sie sich die digitale Agenda anschauen, dann überall sozusagen wimmelt es vor guten Bemerkungen zur Cybersicherheit. Es ist auch ein Thema, was bei den Menschen und bei den Unternehmen angekommen ist. Also ungefähr ein Drittel aller Firmen wurde schon angegriffen. Ungefähr die Hälfte aller Firmen war Opfer von Industriespionage. Und wenn man das zusammenzählt, dann kommen typischerweise Schäden raus, die so im 40-50 Milliardenbereich liegen. Das entspricht ungefähr den Schäden im Straßenverkehr, also Personen- und Sachschäden zusammengenommen in Deutschland. Das ist ein volkswirtschaftlich und gesellschaftlich sehr, sehr großes Problem, was entdeckt ist und was übrigens auch ein gutes Geschäftsmodell für Firmen in Deutschland wäre. Also die Wachstumsraten von 8, irgendwas Prozent sind ganz ordentlich. Man könnte da sicherlich viel tun. Gut, Cybersicherheit ist das eine. Das andere ist Datenschutz. Datenschutz, Privatsphärenschutz. Muss man sich überlegen, wo geht es gerade hin, wo kommt das gerade her, was passiert da. Was Sie hier sehen, sind so die Logos der typischen Firmen, die irgendwas mit Daten machen, Daten sammeln, also von den sozialen Netzen, die sich jetzt teilweise zusammenschließen. Also man kann bei IBM einen Dienst kaufen, der beispielsweise Twitter analysiert als Firma. Und dann weiß man, was wird über einen getwittert, ist es positiv, ist es negativ, muss man darauf reagieren, darf man sich freuen, darf man sich nicht freuen und so weiter. Aber es gibt viele andere. Oben rechts sehen Sie ein paar Geräte, die Sie erkennen. Das ganz rechts erkennen Sie vielleicht nicht auf Anhieb. Das ist ein Nest-Wärme, ich glaube ein Wärmesensor. Also dieses vernetzte Heim, vernetzte Firma, Industrie 4.0, das große Buzzword in Deutschland zurzeit, das alles führt zu Unmengen an Daten, die das Privatsphärenproblem erhöhen. Also es gibt sozusagen einerseits die Datensammelei durch vielleicht Geheimdienste, an die man sofort denkt, dass sie ist sicherlich ein mindestens ebenso großes Problemfeld. Gut. Was sind die Risiken? Das muss ich jetzt Ihnen wahrscheinlich nicht sagen. Also einerseits der Verlust an informationeller Selbstbestimmung, sowohl im Sinne für die Individuen, aber eben auch im Sinne für Industrie, Regierungen und so weiter. Einfach weil Einfluss genommen werden kann. Diskriminierung und jetzt eher ein technisches Argument, das Risiko durch diese zentralen Datensammeleien, weil die werden typischerweise sofort angegriffen. Ich bin Techniker, deswegen habe ich mir überlegt, wo ist die Technik, wie weit ist die Technik? Und als IT-Mensch muss ich Ihnen jetzt gestehen, sozusagen, also wir sind mit dem klassischen Internet, können wir recht gut umgehen. Wir wissen, wie wir verschlüsseln können, wie wir dort mit Privatsphärenproblemen umgehen. Die neueren Dinge wie das soziale Internet ist recht unklar und je weiter wir in die neue Welt kommen mit Cloud Computing, Internet der Dinge, Big Data, desto weniger weiß die IT eigentlich, wie man damit umgeht. Also das heißt nicht, dass wir es nicht lösen könnten, das heißt einfach nur, wir wissen nicht, was das Ziel ist. Also gerade bei Big Data ist es eklatant. Ich denke, fast jede Politik könnte man umsetzen, wenn man mal wüsste, welche man eigentlich umsetzen möchte. Das ist da wirklich eines der großen Probleme. Gut, wie gesagt, man kann sich überlegen, warum ist IT eigentlich unsicher? Das ist das, was mich sehr umtreibt. Was muss man eigentlich drehen? An welchen Stellschrauben könnte man etwas ändern? Und es gibt eigentlich eine Reihe von sehr inhärenten, fundamentalen Problemen, warum IT so unsicher ist, wie sie ist. Also sie ist unsicher, das haben Sie vorhin gesehen, die Hälfte aller Firmen war schon Opfer von Industriespionage und so weiter. Die Gründe sind einerseits, mehr als die Hälfte aller Angriffe wird durch Innentäter verursacht. Innentäter haben naturgemäß eine mächtige Position, sie müssen ihren Job tun, sie haben einfach naturgemäß mehr Wissen. Was macht man mit Innentätern? Das ist ein großes offenes Problem. Die Benutzbarkeit von IT ist generell ein Problem, also die Laientauglichkeit von Systemen lässt sehr zu wünschen übrig. Wenn man sich überlegt, es gibt sehr, sehr viele informationstechnologische Lösungen für IT-Sicherheit, die man anwenden könnte. Viele davon sind kostenlos. Also ich weiß nicht, jeder von Ihnen verwendet E-Mail. Damit hat fast jeder von Ihnen wahrscheinlich auch einen verschlüsselungstauglichen E-Mail-Client. Aber ich weiß nicht, wer verschlüsselt hier im Raum E-Mail regelmäßig? Sie sind eine positive Auswahl, muss ich sagen. Typischerweise kriege ich hier viel weniger. Aber es ist selten. Lange Innovationszyklen, das ist etwas, was mich immer wieder wundert. Also die Innovationszyklen in der IT sind irgendwo in der Gegend von einem Jahr, zwei Jahren zurzeit. Also wenn jemand eine Idee hat, bis zum Produkt, dauert es ein halbes Jahr, zwei Jahre, vielleicht auch mal drei Jahre. In der Informationssicherheit war es bis vor kurzem so, dass die Innovationszyklen eher so etwas wie 10 Jahre waren. Jetzt kann man sich überlegen, warum dauern Innovationen, bis sie zum Markt kommen, in der IT-Sicherheit so sehr viel länger als in der normalen IT. Das ist eine spannende Frage, die man diskutieren kann.
Sicherheits-Best Practices werden sehr langsam angenommen. Da gehe ich, glaube ich, noch mal kurz drauf ein. Nämlich mit dieser Folie, was Sie hier sehen, ist eine Umfrage, welche Sicherheitstechniken werden eigentlich angewandt. Was Sie hier links lesen können, ist das, was Ihnen jeder Sicherheitskonsultant dieser Welt verkaufen könnte, wenn Sie es haben wollten. Und was Sie sehen, also sowas wie ein Firewall, das ist ganz oben, das wird von mehr als 90% aller Firmen verwendet in Deutschland. Alles andere ist recht mau. Wenn Sie überlegen, Verschlüsselungstechnologien, beispielsweise E-Mail-Verschlüsselung, was ich gerade erwähnt hatte, das verwenden sowas wie 14%. Alles das existiert, man könnte es verwenden. Schätzungen sagen, dass man 80% aller Angriffe abwehren könnte mit diesen bekannten Techniken. Also das ist sozusagen, was ich meine mit bekannte Dinge werden langsam angenommen. Softwarequalität ist das andere. Softwarequalität heißt einfach, wie leicht ist es, sich in IT reinzuhacken, indem man Fehler ausnutzt. Ja, also die meisten Angriffe beruhen einfach darauf, dass IT-Systeme Fehler haben, die man verwenden kann, um was passieren zu lassen, was nicht vorgesehen war. Und in dieser unvorhergesehenen Situation kann man sich dann in Systeme hineinhacken. Und was Sie hier sehen, ist eine Statistik, die Ihnen zeigt, wie viele ernsthafte Schwachstellen pro Jahr für große Systeme in der Summe rauskommen. Und das ist, da gibt es irgendwie so eine Art Naturkonstante von 7000 Schwachstellen pro Jahr. Und es ist natürlich keine Naturkonstante. Ne? Also das ist, heißt einfach nur, das ist die heutige Fehlerrate, man muss die dringend verkleinern. Wenn die 7000 zu abstrakt sind, ich habe mal so eine kleine Plausibilitätskalkulation gemacht, wenn Sie an eine große Software denken, wie ein Betriebssystem oder irgendein Office-Paket oder sowas, dann können Sie damit rechnen, dass zu jedem Zeitpunkt 100 bis 1000 unbekannte Schwachstellen in dieser Software drin sind. Und Schwachstellen sind einfach Fehler. Also wir Informatiker müssen besser werden, wir müssen systematischer versuchen, Systeme so zu entwerfen, eben mit Security and Privacy by Design, dass sie eben weniger Fehler enthalten. Das sind sozusagen die Dinge aus meiner Sicht, die problematisch sind. Jetzt, was kann man tun? Was sind sozusagen unsere Empfehlungen aus der IT-Welt, wie man Dinge verbessern könnte? Das sind Empfehlungen in drei Dimensionen. Das eine ist, wie kann man Europa oder Deutschland zumindest mal zu einem vertrauenswürdigeren, sicheren Platz machen? Also Punkt 1 ist einfach so, es fehlt Kompetenz. Ich habe gesagt, Gestaltbarkeit heißt Kompetenz. Wie kann man das verbessern? Und ich denke, was man hier machen müsste, ist einfach, man müsste Menschen, Bürgern, Unternehmen Kompetenz an die Hand geben, zum Beispiel indem man Consumer Advisors, Verbraucherschutzbehörden, wen auch immer, mehr Informationen gibt und sozusagen ihre Mission erweitert zu etwas in diese Richtung. Der zweite Punkt ist, Sie können so viel Sicherheit und Datenschutz in Produkte einbauen, wie Sie wollen. Wenn man es nicht sieht, ist es einfach für die Menschen nicht nutzbar. Das ist einfach ganz einfach. Also wenn man es nicht sieht, dann hat es keinen Wert. Es muss sichtbar sein. Es muss ein Kriterium sein beim Einkaufen, bei der Auswahl. Und es muss ein Kriterium sein, was man in irgendeiner Form aufgrund von Tests und Zertifizierungen macht. Und es sollte europaweit sein. Das heißt, die Qualität von Sicherheit und Datenschutz muss eben sichtbar werden. Und der letzte Punkt ist gerade die Vertraulichkeit von Kommunikation, gerade auch angesichts von Massenüberwachung, braucht eine europaweite, zumindest mal deutschlandweite Infrastruktur. Da denken wir an sowas wie, wie kann ich eine Infrastruktur aufbauen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Bürger und für Unternehmen bietet und wie kann ich ein Mandat herstellen, dass solche Dinge wie Cloud-Angebote prinzipiell immer auch State-of-the-Art-Sicherheit und Datenschutz als eine Option anbieten müssen. Meinetwegen kostenlos, ein bisschen schlechter, aber wenigstens eine bezahlte Option, dass es so sein soll. Bei der Infrastruktur wollte ich ganz kurz darauf hinweisen, das ist was, das wir jetzt in Fraunhofer ganz konkret angehen. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Volksverschlüsselung. Da bauen wir jetzt tatsächlich eine Infrastruktur auf, die mit Partnern zusammen Deutschland abdecken wird, als Schlüsselverteilinfrastruktur. Und wir entwickeln auch Software, die laientauglich für jeden Menschen, der es verwenden möchte, das Schlüsselverteilproblem löst. Also sozusagen, da arbeiten wir dran, aber da muss man sicherlich noch mehr tun. Gut, das war die erste Dimension in Richtung, was muss man sozusagen auf der staatlichen Ebene tun. Dann wollen wir, dass EU, Deutschland der Führer wird, der Marktführer im Bereich Cybersicherheit, Preparedness und Trustworthy ICT. Und da gibt es ein paar Punkte, die man machen muss. Der erste Punkt ist, also ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit Cybersicherheit und lange Zeit für IBM. Da war mein Geschäft auch Sicherheit zu verkaufen und ich kann Ihnen versichern, dass Sicherheit ist ein extrem schwer verkäufliches Produkt. Niemand will es haben eigentlich. Ja, also wenn es zu spät ist, will man es sofort haben. Aber am Anfang ist es etwas, das kann man anpreisen, so viel man möchte. Es ist ein zusätzliche Kosten, die nur denjenigen, das implementiert, einen Nachteil gibt. Also Anbieter A macht Sicherheit, Anbieter B macht keine Sicherheit. B ist erstmal besser dran als A, weil es billiger war. Und um das loszuwerden, muss man einfach schauen, dass
Sicherheit, Sicherheitskosten, zumindest Minimalstandards, zu irgendwas werden, was Cost of Doing Business ist. Man kann es nicht vermeiden, genauso wie das Sicherheitsgurt. Das wird in Deutschland gerade mit dem IT-Sicherheitsgesetz ein bisschen angedacht. Das muss man aus meiner Sicht noch deutlich weitertreiben. Gut, Security Privacy by Design ist klar, da muss man einfach schauen, dass die Standardtechnologien auch wirklich eingesetzt werden, eben systematisch, nicht im Nachhinein Dinge gepatcht werden, sondern von Anfang an richtig gemacht werden. Mein Thema ist ja digitale Souveränität. Da denkt man immer sofort daran, oder zumindest Techniker denken immer sofort daran, wir bauen jetzt hier alles selbst in Deutschland, dann sind wir souverän. Das wird nicht hinhauen. Also zum einen sind wir auch wieder nicht so groß, wir können nicht alles selber machen. Deutschland ist exportorientiert, man will auch mit anderen Ländern kooperieren können. Das heißt, man muss immer schauen, egal was man hier tut, es muss in Europa eine weltweite Komponente haben. Auch dafür braucht man technische Unterstützung, man braucht Standards für die Zertifizierung, für die Sicherheitsüberprüfung und so weiter. Und schlussendlich halte ich IT-Sicherheit für einen tollen Markt. Also man kann damit Geld verdienen, aber auch wiederum nur, wenn man einen europäischen Markt zumindest mal adressiert. Heute ist es so, Cybersicherheit ist typischerweise ein nationaler Markt. Also die meisten, es gibt sehr viele Firmen, auch in Deutschland, die meisten dieser Firmen adressieren immer nur ihren nationalen Markt. Das liegt zum Teil daran, dass es nationale Standards gibt und man nicht größer exportieren kann oder darf. Gut, das war das Zweite. Das Dritte ist Forschung. Das ist jetzt natürlich die IT-orientierte Forschung hier gemeint. Und da ist einfach so, ich denke, jedes Projekt, was hier gemacht wird, sollte Sicherheit und Datenschutz als einen Aspekt haben. Es muss daran gearbeitet werden, diese Innovationszyklen deutlich zu verkürzen. Also es kann nicht sein, dass man Sicherheitsideen erst in 10 Jahren im Markt sieht, während man andere Ideen schon nach 1 bis 5 Jahren sieht. Gut, und das Letzte ist, man muss da einfach investieren als Staat, als Europäische Union, dass es vorangeht. Gut, das waren jetzt hoffentlich in 20 Minuten mein Impuls. Wenn Sie mehr wissen wollen über irgendwas, was wir tun, oder wenn Sie mich erreichen wollen, bin ich recht leicht zu finden unter kanonischen E-Mail- und Webadressen. Und damit erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. So, jetzt aber gut. Dann bitte ich doch auch Frau Leutheusser-Schnarrenberger und Janet Hofmann auf die Bühne. In der Eile vorhin habe ich glatt vergessen, noch zumindest ein Wort zu meiner Person zu sagen. Christoph Bieber, Politikwissenschaftler hier in Duisburg und dort Inhaber der Welker Stiftungsprofessur für Ethik in Politik, Management und Gesellschaft. Das nur zur Vollständigkeit halber. Und hier im Rahmen des Kongresses bin ich einer der Autoren des Twitter-Accounts. Das haben vielleicht einige schon mitbekommen. Wir versuchen das ja auch hier zu begleiten und wissen nicht so genau, ob wir uns über die Ereignisse der Nacht freuen sollen oder nicht. Gut, ja, jetzt haben wir hier eine interessante Stuhlkonstellation. Dann kommen Sie doch noch ein bisschen rüber. Ich weiß nicht, ob die Mikros hier jetzt funktionieren, sonst haben wir ja das hier. Ich bedanke mich erst nochmal für den schnellen und präzisen Impuls bei Herrn Weidner und möchte jetzt zu einer ersten Replik Frau Sabine Leutheusser-Schnarrenberger das Wort geben. Sie kennen sie als Bundesjustizministerin, dieses Amt hat sie zweimal bekleidet und interessant auch vor jüngeren Entwicklungen ist sicher nochmal der Punkt oder die Erinnerung daran, dass sie in ihrer ersten Amtsperiode zurückgetreten sind in Kontroversen mit der eigenen Partei. Da ging es um den großen Lauschangriff. Vor nicht allzu langer Zeit wäre ein ähnlicher Schritt im gleichen Ressort denkbar gewesen, zu dem ist es nicht gekommen. Und im Moment sind sie im Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit aktiv, begleiten das Thema nach wie vor mit großem Interesse und Enthusiasmus und ich freue mich auf Ihr Statement. Ja, recht herzlichen Dank. Jetzt funktioniert's. Dann bleibe ich jetzt einfach hier sitzen. Dadurch, dass leider Constanze Kurz oder Frank Rieger nicht kommen können, haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit, etwas zu sagen. Und ich bin ja hier, um etwas die Politik zu repräsentieren. Hat die Politik die richtigen Strukturen, um mit dieser Entwicklung umzugehen?
Also sie hat vor einigen Jahren erstmal eine Enquete-Kommission als Bundestag gegründet. Das hieß immer so, jetzt lernen die Abgeordneten erstmal ein bisschen IT. Also da hat man sich mal etwas umfassend mit befasst. Danach folgend ist jetzt dauerhaft ein Ausschuss eingerichtet worden im Bundestag. Also das kann man jetzt als Struktur verstehen, ist aber, würde ich mal sagen, das Selbstverständlichste überhaupt, sagt noch gar nicht viel aus. Lassen Sie es mich ein bisschen polemisch sagen, für die Bundesregierung ist für die Kanzlerin noch vor einiger Zeit das Jahr Neuland gewesen. Wir haben aber seit Jahren natürlich eine digitale Agenda und Entwicklung. Kompetenzen sind auf Ressorts verteilt, sodass man selbst immer schauen muss, für was ist man überhaupt zuständig. Würde ich sagen, nicht so die ganz ideale Struktur, um mit diesen komplexen Themen, die natürlich geprägt sind durch Interdisziplinarität. Da ist nicht nur Wissenschaft, da ist nicht nur Bildung, da ist innere Sicherheit, also Innenministerium, aber natürlich genauso gut Justiz und im Zweifel auch natürlich mit der Struktur dann auch das Verkehrsministerium und Verbraucherschutz jetzt im Justizressort mitverortet betroffen. Ein Riesenproblem als erstes in meiner Replik ist, wunderbar, wenn es viele Angebote national gibt, Sicherheitsangebote, auch teilweise europäisch. Sie werden kaum genutzt, sie sind nicht bekannt und Sicherheit ist nicht unbedingt das Top-Thema für Unternehmen, es sei denn, sie haben einen Skandal und müssen dann entsprechend, um Vertrauen in ihre Produkte wieder zurückzugewinnen, müssen entsprechend investieren. Und für den Bürger ist es ganz schwierig. Und für mich geht es immer um die Souveränität des Bürgers im digitalen Zeitalter. Unternehmen können schneller ihre Sicherheit auch versuchen zu gewinnen. Was ist mit dem Bürger? Souveränität im Sinne von Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, wie er umgeht im Netz. Selbstbestimmung über sich selbst, über seine Daten, die er auch teilweise sehr unwissend erzeugt. Und Selbstbestimmung darüber, was kann noch von mir privat sein oder ist Privatsphäre das Relikt aus dem letzten Jahrhundert und Jahrtausend und wir befinden uns jetzt im totalen Post-Privacy-Zeitalter. Und da ist Politik gefordert und Politik im Moment auch in dem Sinne, nicht nur zu investieren, Geldmittel zur Verfügung zu stellen für Forschung und Entwicklung, auch für Infrastruktur, ist gefordert, einen Rahmen, einen digitalen Rahmen zu setzen, der nach meiner festen Überzeugung nicht national, sondern nur europäisch sein kann. Denn was nützt ein wunderbares Gesetz in Deutschland, was auch die Rechte des Bürgers redet, auch Verpflichtungen für Unternehmen und für den Staat aufstellt, wenn ich dann ein paar Kilometer weiter reise, sei es von Nordrhein-Westfalen nach Niederland oder von Baden-Württemberg nach Frankreich, habe ich dort technisch alle Möglichkeiten, ganz andere Gesetze, also alles kann schon mal leichtest umgangen werden. Also brauchen wir einen europäisch digitalen Ordnungsrahmen. Und Gesetzgebung hinkt im Moment komplett der gesamten technischen Entwicklung hinterher. Wir brauchen auf europäischer Ebene, ich werbe dafür seit Jahren, dringend Standards, wenn Sie mich diesen Begriff verwenden lassen, nämlich gerade auch Datenschutzstandards, weil Datenschutz gedacht werden muss von der Entwicklung der Technik an. Was überhaupt nicht gelingen kann, damit auch nicht mehr als Selbstbestimmung mit Umgang über die Daten gelingen kann, ist, dass wenn erstmal die Daten gesammelt sind, vernetzt werden, Big Data, Internet der Dinge mit ihnen sehr viel an Verwertung, an Analyse macht, wunderbare Chancen, wunderbare Möglichkeiten, dann holen sie nicht mehr zurück. Weltweit zu sagen, jetzt müssen diese Daten gelöscht werden, ist absolut nicht möglich, weder technisch noch dann auch rechtlich, weil warum soll ich ein rechtliches Gebot aufstellen, wenn es technisch nicht durchsetzbar ist? Also müssen Verpflichtungen aufgestellt werden, die schon viel stärker am Beginn ansetzen. Also brauchen wir einen, ich nenne es digitalen Ordnungsrahmen. Im Moment nennt es die EU Europäische Datenschutzgrundverordnung. Hört sich ein bisschen schwieriger und komplexer an. Enthält aber richtige Kernpunkte. Ich will keinen juristischen Vortrag halten, aber Kernpunkte sind, dass auch Firmen, die nicht in der Europäischen Union ihren Sitz haben, europäischem Recht unterliegen, wenn sie Daten von europäischen Nutzern verwenden und wenn sie ihre Dienstleistungen in Europa anbieten. Und das ist ein Schritt, den wir dringend brauchen, überhaupt mal wieder auch eine gewisse Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeit eines europäischen Gesetzgebers herzustellen.
Denn sonst würde ja die Wirkung enden an den europäischen Grenzen. Und das wäre mit Blick auf darauf, wer hat Macht, wer hat Gestaltungsmöglichkeiten, wer hat Einfluss, nämlich vorwiegend amerikanische Konzerne, aber natürlich auch amerikanische Institutionen, dann würde ja jegliche Gesetzgebung sofort an die Grenzen stoßen. Deshalb ist das dort im Vorschlag enthalten. Und der zweite Punkt, technische Verpflichtungen aufzustellen. Privacy by Design ist ein wichtiges Stichwort dafür, wo es ganz viele Angebote gibt. Technische Verpflichtungen aufzustellen, die eben schon von Konzern von Anfang an berücksichtigt werden müssen, damit ich überhaupt als Nutzer eine Chance habe, vielleicht feststellen zu können, welche Sicherheitsanforderungen erfüllt ja ein Unternehmen, das Angebote in diesem Bereich macht. Da läuft Politik, Gesetzgeber der technischen Entwicklung hinterher. Über diese Dinge wird seit 3 Jahren natürlich über ganz viele Aspekte debattiert. Vielleicht wird es bis zum Jahresende zu einer Entscheidung kommen. 2 Jahre Übergangsfrist bis zum Inkrafttreten. Das heißt, wir haben nichts bis Ende 2017. Und das ist in meinen Augen ein Zeichen dafür, erstens, wie schwierig es ist, zweitens, wie lange es gedauert hat, überhaupt die Notwendigkeit zu erkennen dieser Form von Gesetzgebung. Und das zeigt natürlich, wie unterschiedlich die Interessen sind. Denn im Moment ist das das natürlich breiteste Lobbyingfeld, was es überhaupt gibt. Denn natürlich geht es da ans Eingemachte. Und wenn dann so Strafen kommen, nicht ganz so hoch, wie sie jetzt VW zu erwarten hat, aber doch vielleicht 2% des Umsatzes, dann macht das für Google, Facebook, Amazon und so weiter schon etwas aus, wenn sie diese Regeln verletzen. Man hätte dann mal ein Instrument in der Hand, nicht zuallererst, um Sanktionen zu verhängen, aber ein Instrument, um einfach mal Verpflichtungen aufzustellen, auch dem Bürger wieder ein Stück mehr Selbstbestimmung zu geben und dann aber auch antworten, wenn man das bewusst verletzt. Sie sehen, Sie haben, lassen Sie mich einen aktuellen Punkt erwähnen, Sie haben gelesen, der Europäische Gerichtshof, der Generalanwalt, befasst sich mit einem Dauerthema im Bereich Digitalisierung, Datenschutz, jetzt ganz aktuell. Safe Harbor ist ein Stichwort. Es geht um Daten, die von Konzernen in Europa in die Vereinigten Staaten fließen, übertragen werden, die notwendig sind aus Sicht der Unternehmen, um eben entsprechend ihre Produkte dort auf dem Markt zu vertreiben, Anforderungen zu genügen. Und dazu muss man gewisse Datenschutzstandards einhalten. Und weil das alles so komplex ist, hat man zu diesem System Safe Harbor, also in einem sicheren Hafen sollen die Daten sicher landen. Und dafür will man auch eine Gewähr haben. Und die Kommission hat deshalb dieses Safe Harbor, ich sag mal, Siegel ist kein richtiger Begriff, aber diese Feststellung erfunden. Sie erklärt, wenn im Rahmen von Safe Harbor festgestellt wird, es werden Datenschutzstandards eingehalten, dann darf der Datentransfer laufen zwischen Europa und Amerika. Das ist seit Jahren wirklich eine Chimäre. Und ich habe, als ich noch Justizministerin war, mehrere Anläufe unternommen, damals zusammen mit der Kommissarin Viviane Reding, die genau auch gesehen hat, das ist nur noch ein Etikett ohne Inhalt, weil natürlich Datenschutz nicht eingehalten wird, aber immer so getan wird, als wird er eingehalten und gesagt wird, wir haben ja Safe Harbor, die halten ja den Datenschutz ein, also haben wir keine Hürden für geschäftliche Entwicklungen. Das muss aufgekündigt werden. Das muss auf neue Füße gestellt werden, am besten auch so verhandelt werden, dass dann etwas Tragbares rauskommt, sodass wir im Moment eine Realität haben, die viele Datenschutzanforderungen, die es in einzelnen Gesetzen gibt, einfach nicht beachtet werden kann. Dann haben wir den dritten Bereich als letzte Bemerkung. Der dritte Bereich ist der Staat. Also anders als früher, wo man Freiheit, Sicherheit, Selbstbestimmung, Sicherheit, Überwachung, Freiheit, Privatsphäre verteidigen, zuallererst im Verhältnis Staat-Bürger sah, muss man natürlich das seit Jahren viel stärker auch im Bereich Unternehmen-Bürger sehen. Aber natürlich ist der Staat nach wie vor ein Akteur, auch nicht nur national, sondern international. NSA sind 3 Buchstaben als Beispiel dafür, dass nationale Staaten sehr schwer sich damit tun, die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger, die ja in Deutschland in der Verfassung niedergelegt sind, zu schützen und zu verteidigen. Das wissen wir jetzt seit 2013 Juni durch die geleakten Papiere von Edward Snowden. Und weitere Dimensionen werden immer noch mal schlagwortartig sichtbar. Da kann nur auch wieder mehr Souveränität
hergestellt werden, auch des einzelnen Staates, denn hier sind ja auch die politischen Akteure und auch die politischen und die staatlichen Institutionen betroffen, wenn man ganz klar gegenüber den Amerikanern fordernd, selbstbewusst auftritt, um dann eine Chance zu haben, mit ihnen über eine neue Ebene, über Abkommen, No Spy ist nämlich keine dumme Idee, sondern eine, wenn man es richtig macht, sehr kluge Idee, zu verhandeln. Und solange das nicht gelingt, wird es leider in einem gewissen Bereich, gerade was staatliche Überwachungsmöglichkeiten angeht, wird es leider die Selbstbestimmung des Einzelnen nur zu kleiner Münze geben. Vielen Dank. Ganz vielen Dank für den Beitrag. Dann komme ich zur zweiten Replik. Die kommt nun von Jeanette Hofmann. Sie ist am WZB in Berlin Leiterin der Projektgruppe Politikfeld Internet und zugleich auch Honorarprofessorin für Internetpolitik an der UdK in Berlin. Sie beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Internet. Das war am Anfang in den 90ern noch der Kulturraum Internet. Jetzt ist es immer mehr der Politikraum geworden. Und das spiegelt sich auch in der Arbeit von Jeanette Hofmann wider. Und sie steht natürlich jetzt eigentlich für die andere Seite dieses Praxistheorie-Dialogs. Und bin gespannt, inwiefern man aus einer politik-sozialwissenschaftlichen Perspektive hier nun vielleicht den einen oder anderen Aspekt ergänzen und einbringen kann. Bitte schön. Vielen Dank, Christoph. Mir obliegt es, eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf dieses Thema zu entwickeln. Und naheliegend fand ich, das über den Weg der Metaphernkritik zu tun. Wenn wir öffentlich über das Internet reden, benutzen wir ja auffällig viele Metaphern, auch wenn uns das womöglich nicht immer bewusst ist. Ich denke da zum Beispiel an den Begriff der Cloud, an den Begriff der sozialen Netzwerke, das Internet der Dinge. All diesen Begrifflichkeiten ist ja zu eigen, dass sie etwas sehr schwer Fassbares, weil häufig für uns Unsichtbares, versuchen fassbar zu machen, indem sie anknüpfen an das, was uns vertraut und bekannt ist aus der analogen Welt. Gut, die Wolke ist jetzt kein analoges Ding unbedingt oder nur in Maßen. Und trotzdem knüpft es an was Vertrautes an und versucht, das Neuland auf diese Weise zu erfassen. Bei Metaphern ist es nun so, dass ihnen zu eigen ist eine gewisse Unschärfe und Unterkomplexität, die dann problematisch wird, wenn sie Handlungsoptionen suggerieren, die womöglich so gar nicht gegeben sind. Und ich denke, dass man gerade das bei dem Begriff der digitalen Souveränität an verschiedenen Stellen festmachen kann. Sie haben es selber erwähnt, technisch zum Beispiel ist es gar nicht so einfach mit der digitalen Souveränität. Man sollte auch daran erinnern, in diesem Zusammenhang, dass es gerade mal 15 Jahre her ist, dass wir das Internet dafür gefeiert haben, dass es entnationalisiert, deterritorialisiert, dass sozusagen der emanzipatorische Gehalt gerade darin liegt, dass der Nationalstaat an seinen territorialen Grenzen endet und seine Autorität das Internet deshalb nur in Maßen kontrollieren kann. Das fanden wir mal gut. Und jetzt ziehen wir uns plötzlich auf ihn zurück und wollen, dass er die Probleme löst, die wir uns technisch und sozial eingehandelt haben. Da liegt eine eigentümliche Geschichtslosigkeit in der Verwendung solcher Begriffe, wenn man das nicht mitbedenkt. Die Metaphern und das öffentliche Reden haben sich da, glaube ich, schneller geändert als die Technik, über die wir sprechen, weil das Internet ist ja nach wie vor sehr verteilt. Gerade das hat es ja auch so innovativ gemacht, dass die Veto-Instanzen, die da technisch eingebaut sind, viel geringere sind als die, die wir beispielsweise aus dem Telefonnetz können. Aber zurück zu der Frage der Handlungsoptionen, die der Begriff der digitalen Souveränität suggeriert. Erstmal ist es so, dass schon der Begriff mit einer erheblichen semantischen Spannbreite versehen ist. Ich habe heute Morgen mal nachgeguckt, was Wikipedia zu sagen hat zum Begriff der digitalen Souveränität. Da bezieht sich dieser Begriff ganz klar auf die individuelle Handlungskompetenz. Es geht also nicht
darum, was man zunächst als Politikwissenschaftler mal meinen könnte. Es geht nicht um die nationale Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmungsmöglichkeit, sondern eigentlich um sowas wie digitale Bildung und Kompetenz des Einzelnen. In der öffentlichen Diskussion im Nachgang der Snowden-Enthüllungen wiederum steht im Vordergrund das wirtschaftliche Handlungsvermögen der Selbstkontrolle und das der Nationen, der Gesellschaften. Ich glaube, dass beide Dimensionen sehr problematisch sind im Hinblick auf das, was sie suggerieren. Um mit der individuellen Ebene anzufangen, das sehen wir in der Diskussion zur Europäischen Datenschutzverordnung, dass sich doch alles sehr stark auf die Informiertheit und Aufgeklärtheit des Individuums konzentriert. Ich denke, man muss sich aber fragen, in einer Zeit, in der die Digitalisierung die Gesellschaft immer mehr durchzieht und infrastrukturell in dem Sinne wird, dass uns das Digitale überall umgibt und alle Objekte mit digitalen Schnittstellen ausgestattet werden, dass womöglich sehr vieles gar nicht in der individuellen Handlungskompetenz liegt. Wenn unser Auto irgendwann selbstständig anfängt, mit der Werkstatt zu kommunizieren oder mit der Versicherung und rückmeldet, was wir tun, wie ist es denn dann um die Selbstbestimmtheit des Individuums wirklich bestellt? Und ist dann die individuelle Ebene wirklich die angemessene Instanz, um Entscheidungen über den Umgang mit Daten zu bestimmen? Sind Ideen wie der aufgeklärte und sparsame Umgang mit Daten wirklich angemessen, um dieses Problem zu lösen? Oder ist es nicht eher so, dass wir überlegen sollten, eine, ich sag mal, Aggregatebene höher zu gehen und zu kollektiven Lösungen zu kommen und damit auch stärkere Verhandlungspartner zu schaffen, die gegenüber denen, die unsere Daten speichern und weiterverarbeiten, vielleicht besser agieren können als unser individuelles Abwägen. Das ist die individuelle Ebene, die ich problematisch finde an diesem Souveränitätsbegriff. Auf der kollektiven Ebene der Handlungsautonomie muss man, wie Sie das schon angesprochen haben, tatsächlich fragen, um was es hier eigentlich geht. Wer von Ihnen hat ein deutsches Telefon oder ein deutsches Tablet oder einen deutschen PC? Können Sie gar nicht haben, weil es das schon lange nicht mehr gibt. Wir leben in einer hochintegrierten, globalisierten Gesellschaft und das hat natürlich Folgen dafür, wie man sich Souveränität im Bereich der digitalen Vernetzung vorstellen kann. Das ist so hoch integriert, dass die Autonomie des Nationalstaates und der nationalen Wirtschaft erheblich eingeschränkt ist. Es gibt Länder wie Brasilien, die versuchen, diese Art von Souveränität auf der technischen Ebene herzustellen. Aber ähnlich wie auf der politischen Ebene, muss man doch sagen, ist ein solcher Entwicklungspfad hoch voraussetzungsvoll und deutlich voraussetzungsvoller, als der Begriff, diese Metapher, das suggeriert. Aber natürlich ist er auch sicherheitspolitisch voraussetzungsvoll. Wir haben doch im Zuge der Enthüllungen über Snowden relativ viel gelernt über die Logik, wie nicht nur die europäischen Sicherheitsdienste funktionieren. Sie üben ihre Kontrollfunktion aus, indem sie massiv Daten untereinander tauschen und sich Technologien wechselseitig zur Verfügung stellen. Und sie tun das, sollte man in diesem Zusammenhang auch rechtlich unter der Voraussetzung, dass sie unterscheiden können zwischen Inländern und Ausländern. Auch das hat was mit Souveränität und Nationalstaat zu tun. Was wir da fordern, hat ja die problematische Implikation, dass ausländische Dienste uns ausspionieren können, weil wir durch deren Gesetzgebung nicht geschützt sind und umgekehrt. Ist das eine Implikation, mit der wir einverstanden sind, wenn wir über digitale Souveränität nachdenken?
Auch sollte man in dem Zusammenhang sehen, dass viele Verhandlungen auf der internationalen Ebene, und da möchte ich zunächst vor allen Dingen an die Handelsabkommen erinnern, gerade darauf zielen, die nationale Souveränität auch im digitalen Bereich einzuschränken. Es geht darum, in diesen Abkommen auch Datenschutzregelungen zu verhandeln, die unsere nationale Souveränität in der Bestimmung, in der Auslegung von Grundrechten erheblich einschränken werden. Ich sage das auch deshalb, um darauf hinzuweisen, wie unterkomplex der Begriff der digitalen Souveränität ist. Die Realität, die Praktiken, mit denen wir es zu tun haben, sind in vieler Hinsicht enorm widersprüchlich. Man kann hier auch kein handelndes Subjekt in dem Sinne erkennen, dass ein Versuch der Kohärenz in dem Verhandeln von innen und außen, nationalen Grenzen und globalem Handlungsraum erkennbar ist. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Digitalisierung dazu führt, dass sowas wie nationalstaatliche Grenzen und eben die sozusagen Bestimmung von dem, was Souveränität künftig sein wird, komplett neu ausgehandelt wird und, wie vielleicht die STS-Leute sagen würden, ein heterogenes Ensemble darstellt aus verschiedenen Gesetzen, aus technischen Normen und Standards, aber auch Praktiken und Auslegungen von Gesetzen. Wie Frau Leuthauser-Schnarrenberger ja eben zu Recht angeführt hat, ist zum Beispiel die Auslegung von Safe Harbor, die ja den Datentransfer zwischen Europa und den USA maßgeblich bestimmt, tatsächlich eine Chimäre, weil keine der Bedingungen, der rechtlichen Bedingungen, die den Transfer europäischer Daten in die USA regeln sollen, überhaupt erfüllt wird. Und trotzdem besteht es weiter und trotzdem regelt es bislang diesen Datentransfer. Ich komme zum Ende. Ich denke, die Politikwissenschaft täte gut daran, dieses Verhandeln nationalstaatlicher Grenzen genauer anzugucken, weil dort viel passiert, was für uns als Disziplin hochinteressant ist. Und ein Bestandteil davon, meine ich, sollte eine Metaphernkritik sein. Vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank. Jetzt haben wir sehr viele Gesprächspunkte auf dem Tisch liegen. Ich will eigentlich nur noch mal auf zwei Punkte hinweisen, bevor ich Herrn Weidmann noch mal um ein Statement bitten möchte. Es scheint ja doch sehr stark darum zu gehen, inwiefern IT-Sicherheit oder dann auch allgemeiner Sicherheit zu regulieren ist, sei es durch die Politik oder durch den Markt. Das klingt ja eigentlich an verschiedenen Stellen durch. Das wäre auch das, was Herr Rieger beigetragen hätte. Wir haben noch ein bisschen gemailt dazu. Ich verweise dann nur auf ein Essay, den er in dem Spiegel veröffentlicht hat am vergangenen Samstag, da geht das ein bisschen in die Richtung. Die Frage ist ja tatsächlich, inwiefern kann man aus dieser gefühlten Sicherheit, die keine Sicherheit ist, etwas machen, was tatsächlich verlässlicher funktioniert, was nicht auf Betreiben nicht deutscher, nicht europäischer Konzerne vorangetrieben wird, sondern was bestimmten Regeln folgt, die tatsächlich für politische Akteure greifbar sind. Das ist etwas, wo ich sage, das ist natürlich dann auch insofern wieder gefährlich. Wenn es denn tatsächlich schmerzhafte Sanktionen gibt, dann mag das auf der einen Seite abschreckend sein für die IT-Sicherheitsakteure. Auf der anderen Seite stößt es den Wettbewerb, den es ja anscheinend durchaus schon gibt im Moment, nur noch weiter an. Ob das wirklich dazu beiträgt, das Ganze sicher zu machen, das würde ich jetzt erstmal in Zweifel ziehen. Aber Herr Weidner, Sie haben noch mal das Wort. Gut, ich möchte gar nicht viel sagen, weil mich eigentlich mehr die Frage interessieren würden, als was ich selbst sage. Ich vertrete die Technik hier, sozusagen die ganz praktische Praxis. Und ich möchte an der Stelle nur noch mal betonen, also von der Technik aus ist es wirklich so, Wunsch, bitte zu sagen, Frau Leuthauser-Schnarrenberg hatte das angesprochen, wir brauchen ein Co-Design sozusagen zwischen Technik und Justiz. Zurzeit gibt die Technik viele Dinge vor und die Justiz hängt sozusagen ein bisschen hinterher. Es gibt eine lange Tradition von grundrechtefreundlicher Technikgestaltung. Das müsste man wieder aufnehmen. Ich denke, man kann sehr, sehr viele Dinge tun. Und sehr viele Dinge, die Frau Hoffmann angesprochen hat, gehen genau in diese Richtung. Also man müsste einfach mehr
diskutieren, was ist sinnvoll, was kann man tun. Und dann denke ich auch, also die Diskussion zu digitaler Souveränität ist in der IT sehr heiß. Ich war Montag bei einer Bitkom-Veranstaltung, wo es genau darum ging, wo man sich beliebig lange darüber unterhalten kann, was ist das, bis man zum Schluss kommt, was will man tun. Auch da denke ich, dass Ihre Disziplinen sehr viel mehr beitragen könnten und auch einfach in der Zieldiskussion mehr beitragen könnten. Und das, damit möchte ich schon bewenden lassen. Vielleicht gleich nochmal zu Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Sie haben sich auch reichlich Notizen gemacht. Wollen Sie direkt dazu noch was ergänzen? Also ich plädiere für das Ausschöpfen dessen, was an politischer Gestaltungskraft noch da ist. Und Frau Hoffmann, Sie haben ja zu Recht gesagt, gerade dieser emanzipatorische Charakter des Internets war ja, gewisse Grenzen überwunden zu haben. Freie Zugänglichkeit, dezentral, allgegenwärtig, ubiquer. Also das sind ja alles Elemente gewesen, die man sehr positiv gesehen hat für eine stärkere Teilhabe, Stärkung der Zivilgesellschaft gegenüber staatlichen Institutionen, auch gegenüber Gesetzgebung und auch gegenüber den Unternehmen. Und ich glaube, ich teile nicht die Auffassung, um es anders zu sagen, von Sascha Lobo, der sagt, die haben uns das Internet geklaut und kaputt gemacht. Also da spricht da die Konzerne an, die letztendlich alle diese Möglichkeiten nutzen mit Internet der Dinge, also die untereinander Kommunizierbarkeit, mit Big Data, mit Clouds, mit allen Dingen mehr, um letztendlich eine ganz große, sag ich mal, überzogen Maschinerie in Gang zu setzen, um dem Bürger Dinge zu präsentieren, die er doch aus seiner Sicht für interessant halten könnte und damit auch ein ganz großes Element von Manipulierbarkeit mit enthalten. Und deshalb, ich will das nicht überziehen, aber da ist natürlich ein Kern wirklich Wahrheit dran, dass das die Gefahren und die Auswirkungen sind und genauso im Moment die Entwicklung läuft. Und deshalb muss politische Gestaltungskraft wahrgenommen werden. Und das geht nur, da sind wir in transnationalen Prozessen, das geht nur Minimum auf einer Ebene wie Europa mit wirklich auch verpflichtenden Elementen, die dann auch den Rahmen zeichnen für Unternehmen, wie sie sich jetzt im Bereich von Datenschutz und Datensicherheit zu bewegen haben. Denn ich teile Frau Hoffmanns Feststellung voll und ganz. Was nicht sein kann, ist, dass auf den Einzelnen, auf das Individuum die Verantwortung übertragen wird. Das ist ein beliebtes Spiel in der Politik. Mein früherer Kollege, der Innenminister Hans-Peter Friedrich, der hat immer gesagt, der Bürger muss sich schützen. Der gibt ja von sich alles preis, in sozialen Medien, er besucht alle möglichen Seiten, er ist pausenlos nur noch online. Das heißt, er ist ganz anders öffentlich, als das früher war. Und deshalb muss der auch selbst für seinen Schutz sorgen. Muss er ja nicht machen. Kann sich ja auch zurückhalten, dann haben wir das ganze Problem nicht. Das ist in meinen Augen nicht nur zu kurz gedacht, sondern auch falsch. Weil der Bürger hat gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich nutze nicht Facebook, ich nutze jetzt nicht die Angebote von Google. Faszinierende Angebote, tolle Dienstleistungen. Ja, sollen wir dem Bürger empfehlen, dann stell dich außerhalb einer Entwicklung, wo 98% dran teilhaben, dann hat man ja die Souveränität über seine eigene Selbstbestimmung, über seine Privatsphäre und seine Daten. Und deshalb ist es so wichtig, dass neben dem, was auch Selbstkontrolle und Selbstverpflichtung leisten kann, ist aber alles immer begrenzt auf der Seite der Wirtschaft und der Industrie. Deshalb bin ich so sehr dafür zu sagen, gerade mit Blick auf die Selbstbestimmung des Bürgers, wir brauchen hier einen anderen Rahmen, andere Verpflichtungen, damit nicht der Bürger jeden Morgen schauen muss, welche Voreinstellung wähle ich, dann gibt es vielleicht noch eine für mich günstige, die, wenn ich sie wähle, mir aber der Anbieter sagt, dann kannst du meinen Dienst nicht nutzen, wie es ja heutzutage in vielen Bereichen ist, sondern dass das eben Technik und Anforderungen an die Selbstbestimmung verzahnt sind. Deshalb haben wir ja Bereiche, die absolut ein Bereich, eine Entwicklung, die interdisziplinär ist. Das Ideale wäre, aber sind wir natürlich jetzt so ein Stück weiter, wenn von Anfang an bei diesen technischen Entwicklungen auch eben die Juristen, aber natürlich auch die Sozialwissenschaftler, die Rechtsphilosophen mit zusammensitzen, um das, was Technik kann, was faszinierend ist, was dann aber einmal da ist und hinterher schwer noch zu steuern ist, eben mit schon auch mitdenken kann und Dinge, Anforderungen einbringen kann, die dann in der Technik mit
in die Technikgestaltung mit aufgenommen werden, weil hinterher ein Zurückholen zum Beispiel von Daten ist, ich habe es kurz erwähnt, fast nicht möglich. Es gibt ein bisschen visionäre Vorschläge. Da gibt es ja einen Schriftsteller, einen Internetfachmann, nicht IT-Spezialisten, der sagt, das Beste wäre doch, wir würden die Technik verpflichten, nach einem bestimmten Zeitraum, er redet davon 5 Jahren, könnten aber auch 10 Jahren sein, zu sagen, da wird jedes Datum, was generiert wird, automatisch gelöscht. Also in der Technik angelegt, das vernichtet sich dann selbst. Wenn man nämlich anders nicht mit dieser Herausforderung umgehen kann, dann muss vielleicht die Technik so gestaltet sein, den Einzelnen eben dann auch zu schützen, aber vielleicht auch Unternehmen zu schützen. Ob dann die NSA das macht, sei mal dahingestellt. Sie merken nur, das sind Überlegungen, wie kann man damit umgehen. Ich halte die nicht für vielleicht für technisch machbar, aber auch für schwierig, aber ich glaube auch vom Ansatz her nicht wirklich nur für positiv. Aber deshalb mein wirkliches Plädoyer von morgens bis abends, weil ich einfach merke, dass das kein Thema richtig in der Politik ist. Lesen Sie mal irgendwie viel. Jetzt haben Sie was zu Safe Harbor gelesen, weil ein Generalanwalt was gesagt hat vom Europäischen Gerichtshof. Ja, ist sonst vieles wahrzunehmen für die Bürgerinnen und Bürger zu diesem Themenfeld. Diese Spannungsbögen für die, die sich sehr interessieren, ja, das sind maximal 30% in der Gesellschaft. Für viele andere überhaupt nicht. Und von daher brauchen wir, damit der Einzelne sicher sein kann, er kann etwas stärker, nicht vollumfänglich, etwas stärker selbstbestimmt agieren, brauchen wir diese Gesetzgebung, die Technik quasi von Anfang an mitdenkt. Jetzt gehe ich ganz schnell plasberghaft dazwischen, da auch Herr Weidner gleich uns verlassen muss. Ich möchte ihm trotzdem noch kurz noch mal etwas weiter zugespitzt 2 Dinge mitgeben und vielleicht auch noch eine ganz kurze Replik bitten. Sind wir nicht alle schon ein bisschen mehr Post-Privacy, als wir zugeben wollen, dadurch, dass wir eben in zu vielen Fällen eigentlich immer mitmachen, wenn es bequeme, leichte, von vielen genutzte Angebote gibt? Und so wie Sie vorhin auch nach der Verschlüsselung gefragt haben, sind das Punkte, mit denen wir uns individuell sehr viel mehr auseinandersetzen müssen, praktisch wie theoretisch. Und ein anderer Punkt, müssen dann nicht doch mehr Sozialwissenschaftler und explizit auch Politologen in die Fraunhofer-Institute, um das auch nochmal zuzuspitzen. Sie haben vorhin auf einer Folie angedeutet, naja, wir arbeiten an so etwas wie einer Volksverschlüsselung. Auch das wäre wieder so ein Begriff, über den man gut und lange nachdenken kann. Vom Sound erinnert er an bestimmte Aktivitäten einer großen Boulevardzeitung. Daneben abgebildet war eine Vignette des digitalen Personalausweises. Das sind alles Punkte, wo man aus einer IT-Sicherheitssicht sicherlich sehr optimistisch und technikorientiert diskutieren kann. Wenn man das Datenschützern oder auch eben Sozialwissenschaftlern vorlegt, dann schlägt man da die Hände über dem Kopf zusammen unter Umständen. Und ist das ein Weg, wo wir hin müssen und eben nicht nur die Juristen an verschiedenen Prozessen beteiligen, sondern tatsächlich explizit auch eben die nicht technischen Disziplinen, die sich ja doch auch immer mehr einer Digitalisierung, Mediatisierung zuwenden und das auch aufgreifen? Gut. Das war viel. Also mein Hauptanliegen ist ja tatsächlich, dass wir einen Dialog braucht zwischen den Disziplinen hier und der Technik. Das findet in der Fraunhofer Gesellschaft teilweise auch statt. Da hinten sitzt ein Kollege von Fraunhofer, der Politologe ist und auch bei Fraunhofer arbeitet. Von daher, es gibt es ein bisschen bei uns. Es muss es sicherlich sehr viel mehr geben. Sie hatten gefragt, ob wir schon im Post-Privacy leben. Also wörtlich gehen, also die politische Richtung Post-Privacy ist sicherlich nicht. Das halte ich für kompletten Unfug. Ich denke, das Verhalten vieler Menschen ist so, dass es heute so wirkt, als ob man sehr sorglos umgeht. Ich denke, meiner Erfahrung nach, die Halbwertszeit von Informationen ist recht kurz. Die technologischen Innovationen sind recht schnell. Und ich denke, wir können sehr wohl noch sehr, sehr viele Dinge auch technisch beeinflussen. Dass wir heute sehr viele Daten von uns geben, heißt nicht, dass wir das auch morgen tun müssen. Man kann auch wieder tatsächlich deutlich mehr zurückgehen. Also man kann sozusagen die Sache wieder in die Flasche zurückbringen. Ich denke auch, man muss auch bei den Metaphern in beide Richtungen aufpassen. Also Sie hatten vorhin gemeint, die Metapher des Internets in die Jahrtausendwende war die große neue Freiheit der transnationalen alles Mögliche. Das ist natürlich in Wirklichkeit auch so, das war ein anderes Internet wie das, worüber wir heute reden. Also das Internet ist an und für sich eine Menge von Protokollen, über die man E-Mails austauschen kann, übertrieben gesagt, und Webseiten abrufen. Heute reden wir von sehr viel mehr. Das Internet der Dinge ist in Wirklichkeit sehr viel Elektronik-Kram, der in Ihrem Haus sitzt und alles mögliche Daten sammelt und tolle Dinge damit tut.
Da kann man sehr, sehr viel mehr beeinflussen, als man damals gedacht hat. Ich denke, die alte Vision der internationalen Zusammenarbeit ist unverändert da. Man sollte sich jetzt nicht von der alten Metapher leiten lassen und glauben, die sei schlecht gewesen, die neue ist auch noch da. Aber generell mein Plädoyer ist, man kann Technik beeinflussen, man kann das heutige Post-Privacy-Verhalten, was meiner Meinung nach schon wieder rückwärts geht und deutlich mehr Obacht hat, auch wieder unterstützen, und man kann Technik so gestalten, dass in Zukunft Dinge wieder besser werden. Was ich vielleicht noch auch kurz sagen würde, ist, die Idee der automatisch löschenden Daten würde mir als Bürger und Techniker natürlich großes Kopfschmerzen bereiten. Hin und wieder will man Daten auch über Jahrtausende aufheben, wie mit Pyramiden und ähnlichen Dingen. Von daher würde ich das nicht ganz so unterstützen. Gut, ich hoffe, ich habe alles ganz kurz angesprochen. Und wenn ich in 3 Minuten aufspringe, entschuldige ich mich schon mal, mein Flugzeug wartet wahrscheinlich nicht auf mich. Gut, dann geht es vielleicht doch mit einer ganz, ganz kurzen Twitter-artig schnellen Frage. Eine kurze Frage. Sie haben End-zu-End-Verschlüsselung angesprochen. Ist für mich einer der Kernpunkte. Hilft ein Recht auf Verschlüsselung für den Bürger, das er hat, gegen die Anbieter, um die dazu zu bringen, dass das schneller geht? Also was hilft, ist ein Recht auf Verschlüsselung und ein Recht auf die jeweils bestmögliche Lösung, die es gibt, meinetwegen gegen Bezahlung. Was auch hilft, ist zu erkennen, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung braucht eine Infrastruktur, die ist genauso wichtig wie meinetwegen der Breitbandausbau, die einfach da sein muss. Also das ist sozusagen eine Grundversorgungsfrage in der digitalen Welt. Das würde sehr viel helfen, wenn man das akzeptieren und unterstützen würde. Ich wollte kurz was zur Gestaltbarkeit und vielleicht auch zur Verschlüsselung sagen. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich bin nicht der Auffassung, dass man Technik nicht gestalten sollte oder kann. Natürlich lässt sich digitale Technik gestalten. Die ist so gestaltungsoffen wie kaum irgendeine Technik bevor. Was ich problematisieren will, ist das Selbst in Selbstbestimmung. Politologisch gesprochen haben wir es hier tatsächlich mit einem Mehrebenenproblem zu tun. Es geht um die individuelle Ebene, es geht um die nationale Ebene, aber natürlich ganz klar auch um die internationale Ebene. Und dieser Begriff der digitalen Souveränität, der suggeriert eine Stärke, die zurzeit schon deshalb nicht vorhanden ist, weil die Handlungskapazitäten, die wir brauchen, nicht da sind, sondern entwickelt werden müssen. Und vielfach sind die tatsächlich intersektoral und interdisziplinär. Vieles von dem lässt sich nur gestalten, Sie haben das Beispiel angeführt, in einer Kooperation zwischen Recht und Technik. Wir haben im vergangenen Jahr eine Veranstaltung gemacht zum Thema Privacy by Design und hatten Ingenieure und Juristen auf dem Panel sitzen, und es stellte sich heraus, dass die sich nicht darüber einigen konnten, was Privacy genau ist. Die Techniker wollen das auf einer Ebene operationalisiert haben, wo die Juristen einfach nicht mitbieten konnten. Das heißt, da muss ganz viel Verständigungskapazität auch auf der Expertisenebene erstmal generiert werden. Und was wir in der öffentlichen Diskussion oft erleben, ist so eine Art Delegationsverhältnisse. Die Juristen sagen, die Techniker sollen es jetzt mal richten. Die Techniker sagen, wir machen alles, was ihr wollt, aber ihr müsst uns Vorgaben geben, an die wir uns halten können. Und Verschlüsselung ist auch so ein Thema. Da wird suggeriert, dass das eine einfache Lösung ist. Wir wissen aber, dass alle Verschlüsselung in 15 Jahren oder 20 Jahren entschlüsselt ist. Nichts davon, hat mir ein Kryptograf gesagt, nichts davon ist auf Dauer gestellt. Sollte man nicht glauben. Nichts davon, was ich sagen will, ist, nichts für sich genommen dieser technischen oder rechtlichen Lösungen wird funktionieren. Wir müssen Handlungskapazitäten in der intersektoralen Kooperation erst schaffen. Und dazu gehört auch eine nüchterne Selbsteinschätzung dessen, was wir können. Ich würde sagen, ich kann das alles unterschreiben, aber man sollte nicht glauben, dass Kryptographie unsicherer wird oder sowas. Das hält relativ lange Zeit, und wenn man möchte, kann man Kryptographie so entwerfen, dass sie 100 Jahre hält oder nur ein halbes Jahr. Also das ist eine Entwurfsentscheidungsfrage. Da kommt dann das Interesse des Staates dann dazu. Der ist nämlich mit Kryptographie nicht so richtig begeistert, und da kann ich vielleicht nachher noch mal was sagen. Okay. Ja, Herr Weidner, nochmal ganz vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank.
So, wir machen aber natürlich weiter bis 12.30 Uhr. Nicht, dass da falsche Gedanken aufkommen. Es gibt ja auch noch genügend Dinge zu besprechen. Ich würde Jeanette noch mal kurz nachfragen und das erstmal festhalten. Also das haben wir von Herrn Weidner gehört und du hast das auch noch mal angesprochen. Ich würde es auch stützen. Es gibt tatsächlich also einen durchaus massiven Qualitätssprung von dem Internet 1.0 in Richtung 2.0, 3, 4, 5, X.0. Die Entwicklung geht weiter. Mein Eindruck war ja, dass unter diesen 1.0-Bedingungen es dann noch möglich war, in einem gewissen Zeitraum, dass sich sowohl die beteiligten Akteure für Strategien der Selbstregulierung empfänglich waren und das auch umgesetzt haben und es dann auch zumindest ein Mindestmaß an Kooperation mit der Politik gegeben hat bei durchaus technischen Regulierungsproblemen. Jetzt haben wir aber noch mal einen Komplexitätszuwachs, auch durch die Vermassung des Internet und der, ich denke ja, stärkeren persönlichen, individuellen Involvierung Einzelner in die Kommunikationsmöglichkeiten. Ist das tatsächlich dann so ein Punkt, der eine weitere Regulierung nicht nur technischer Art, nicht nur politischer Art, sondern auch aus dem Netz heraus unmöglich gemacht hat? Oder haben diese Strategien der Self-Governance, die ja bis in die späten 90er doch noch ansatzweise funktioniert haben mit Blick auf das Netz, keine Chance mehr? Also ich glaube auch, dass in dem Reden über Regulieren dem Internet immer eine Handlungsmacht zugesprochen wird, die problematisch ist. Man könnte sich jederzeit auch ein anderes Netz vorstellen. Und es ist ja auch tatsächlich immer in Bewegung und damit auch Resultat dessen, was wir einzelnen Beteiligten erlauben zu tun. Und man kann natürlich sich auch politische Regulierungsmacht zurückholen, wenn man das will. Aber dieses Mann ist eben das Problem. Wir haben so viele widerstreitende Interessen und wir haben tatsächlich Handlungskonstellationen, die ja gerade auf Selbstregulierung gesetzt haben, beziehungsweise Handlungsmacht, die staatlicherseits gegenüber Kommunikationsinfrastrukturen mal vorgelegen hat, bewusst zurückgenommen haben. Und es bleibt somit immer eine Entscheidung auf der nationalen, der europäischen, auch der internationalen Ebene, sich das wieder zurückzuholen oder so zu lassen, wie es ist. Und das betrifft natürlich auch das Verhältnis zwischen Internetwirtschaft und staatlicher Regulierung. Man kann das Internet so lassen, wie es ist, oder man kann beispielsweise den Weg bestreiten, den wir in der Autoindustrie hatten, der Flugzeugproduktion, allen möglichen Technologien, von denen wir befunden haben, dass sie gefährlich sind und eine enge Aufsicht benötigen. Im Internet ist das bisher nicht so. Kein Unternehmen beispielsweise unterliegt Haftungsregelungen, die sagen würden, wenn du weiterhin solche Buggy-Software produzierst, hast du für die Schäden einzugestehen, die deinen Kunden dadurch entstehen, dass die mit Attacken aller Art rechnen müssen. Das haben wir ja bislang nicht. Das ist denkbar, diese Art von Regulierung, und wir können für das eine oder andere votieren, aber zunächst mal müssen wir feststellen, dass Handlungsoptionen, die die Politik hat, gezielt oder unbewusst nicht genutzt werden. Das hat auch viel, sollte man dazu sagen, mit der Zeit dieses neoliberalen Duktus zu tun, in dem das Internet groß geworden ist. Also ein anderes Netz ist denkbar, eine andere Regulierung vielleicht auch, aber ist sie politisch tatsächlich umsetzbar? Frau Leutheusser-Schnarrenberger, ich würde Sie noch mal fragen, wenn Sie auf die aktuelle Institutionenlandschaft gucken, die sowas machen soll, ist sie dazu in der Lage? Wir haben jetzt nach der letzten Bundestagswahl durchaus eine Neusortierung, Sie haben das vorhin in Ihrem ersten Statement auch kurz angesprochen, in diesem Bereich der aufkommenden Netzpolitik, das hat aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive Züge eines entstehenden Politikfeldes, das aber eben noch lange nicht so ausgereift ist, wie wir das von anderen jüngeren Politikfeldern wie der Umweltpolitik her kennen. Es gibt einen Satz neuer Akteure, es gibt sowas wie die digitale Agenda als ein Überbau zu verschiedenen Initiativen, aber ist nicht die Zersplitterung über die verschiedenen Ressorts etwas, was erstmal einem Dialog und der Entwicklung von Regulierungsansätzen widerspricht? Und müsste man, wenn wir jetzt an das denken, auch was Herr Weidner uns vorhin gezeigt hat, also es gibt noch neue Akteure, die gar nicht mehr unbedingt
menschliche Akteure sein müssen? Also brauchen wir dann auch noch Strukturen, die sich mit den Algorithmen und den Daten intensiver auseinanderzusetzen? Ich war neulich in Berlin bei einer Veranstaltung, da hat man tatsächlich über die Einrichtung eines Bundesamtes für Algorithmen nachgedacht. Ist das, ich war mir auch nicht so sicher, ob das ernst ist oder eher so Heute-Show-Charakter hatte, aber die Frage ist nicht, ist diese Institutionenlandschaft überhaupt in der Lage dazu, adäquat zu reagieren? Begrenzt. Und die Frage ist, was will man wirklich? Will man eine weitestgehende Regulierung des Netzes, das dezentral, allgegenwärtig, vielleicht auch aus vielen einzelnen Netzen besteht und die Faszination ja auch gerade aus Sicht des Bürgers darin liegt, sich ziemlich ungehindert darin bewegen zu können. Als man anfing, sich zu beschäftigen mit Gestaltung des Internet, war das schlimmste Wort, was man sagen konnte, wir wollen eine gewisse Regulierung. Das war also jemand, der nur diese Technik nicht versteht und der per se nur technikfeindlich sein kann. Und dieser Riesenmöglichkeiten ja in ganz kurzen Entwicklungszyklen eigentlich von vornherein einen Riegel vorschieben will. Ich glaube, es geht ohne gewisse Regulierung überhaupt nicht. Das heißt ja nicht, dass man Regulierung im Sinne von etwas verbieten wollen versteht, sondern gestalten, aber auch eingrenzen. Und dann muss man sich davon befreien, dass man das meint, national machen zu können. Da kann national noch etwas nachgesteuert werden, also die Rolle von Versicherungen im Umgang mit Daten. Da kann man sehr wohl auch nationales bürgerliches Gesetzbuch weiterentwickeln, was dringend notwendig sein wird. Aber insgesamt bei dieser Mehrebenenentwicklung, auch politisch, ist es mindestens europäisch optimal international. Und das Optimale wird nicht machbar sein, weil international hier etwas zu gestalten, das hieße, ein Übereinkommen zu haben, wo man sich allgemein international verständigt mit den ganzen großen Akteuren, ist komplett ausgeschlossen angesichts der Interessenwiderstreite, die da sind. Und die sind insofern nur mit zwei Punkten genannt. Amerika und Google sind quasi eins, also für jeden amerikanischen Präsidenten und wohl auch die beiden Hauptparteien sind die großen IT-Konzerne so essentiell inzwischen, dass sie einen unglaublichen Einfluss auf Politik haben. Zweitens hat Amerika einen anderen Meinungsfreiheitsbegriff, anderen Begriff von sich entfalten können, Technik sich entwickeln lassen. Und genau da kommen wir zum Problem. Denn lassen Sie mich es am Beispiel festmachen, Hassbotschaften bei Facebook kann genauso gut auch andere Plattformen betreffen. Wie geht man damit um? Wir haben in Deutschland eine gute gesetzliche Regelung, was die Verleumdung anderer angeht, Aufstachelung zum Rassenhass, Beleidigung, auch Leugnen des Holocaust. Das ist nur in Deutschland diese Gesetzgebung, da gibt es in keinem anderen europäischen und auch in keinem anderen Land dieser Welt. Und wie gehe ich dann mit einem internationalen Konzern, mit einem grenzenlosen globalen Netz um, wenn dort entsprechende Aussagen sind, Äußerungen sind, die nach unserem Verständnis unter Strafrecht fallen, also verboten sind? Das Strafrecht gilt auch fürs Netz. Also es gilt nicht nur für offline, gilt alles auch für online. Wie gehe ich dann damit um? Kann ich dann diesen Konzern verpflichten zu sagen, er muss stärker sich dann auch um die Einhaltung des Strafrechts bemühen, wo er selbst ja die Informationen nicht von sich gibt. Facebook redet nicht, sondern Facebook schafft eine Plattform. So, und da sieht man, welche ganz andere Formen von Herausforderungen da sind. Wir haben ganz andere Akteure. Wir haben ganz viele sogenannte Gatekeeper, Vermittler oder Intermediäre, die Zugang zu etwas eröffnen. Zum Austausch, zum Kontakt, zur Kommunikation mit Freunden, für Geschäfte, für anderes mehr. Welche Rolle spielen diese Vermittler? Diese Intermediäre, haben die eine stärkere Haftung? Sollten die eine stärkere Haftung haben? Ja oder nein? Wie weit haften Internet-Service-Provider, Host-Provider, andere mehr, Suchmaschinenbetreiber? Die Debatte steht in meinen Augen ganz am Anfang. Da sagt Bitkom natürlich und Echo, die Verbände, also wenn er da irgendwo ein bisschen mehr rangeht als das, was bisher gegeben ist, zerstört er sofort alles, was die machen. Da bin ich komplett anderer Meinung. Und ich bin ja im Google-Beirat zur Durchsetzung des Rechts auf Vergessenwerden, ehrenamtlich wohlgemerkt.
um Google mal zu buchstabieren, dass Datenschutz und Privatsphäre nicht ein Angriff auf Freiheit überhaupt ist und damit auch auf Freiheit auf Konzerne. Ja, da hat leider der Gesetzgeber und erst leider die Rechtsprechung und erst dann der Gesetzgeber haben angefangen zu entwickeln, dass auch diese anderen Beteiligten im Netz, nicht nur die, die etwas von sich sagen, und Unternehmen, die etwas, ein Produkt vertreiben, sondern die, die vermitteln, Zugang eröffnen, dass genau die auch unter bestimmten Voraussetzungen, über die man natürlich reden muss, unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Verantwortung haben, auch eine Verpflichtung haben, dann auch haften. Also nicht alle Akteure im Netz sind frei von jeglicher Haftung. Die muss man durchsetzen. Dazu brauche ich wiederum einen Rechtsrahmen und ich brauche Institutionen, die es durchsetzen können. Ein deutsches Bundesamt für Algorithmen, das, da halte ich nun wirklich überhaupt nichts von, muss dann, weil das international mal nicht geht, aber was machen die dann? Sagen die dann, der Algorithmus ist erlaubt und der nicht? Wie soll das funktionieren? Prüfen die jeden Quellcode, der da entwickelt wird? Das heißt, sie würden quasi jeden verpflichten, sein gesamtes Geschäftsgeheimnis, ein Betriebsgeheimnis, zunächst mal staatlicherseits genehmigen zu lassen. Da kann ich nur sagen, also das widerstrebt mir zutiefst. Aber die Frage ist doch, wie kann ich das sich Entwickeln von künstlichen Intelligenzen begrenzen durch eben gesetzgeberische Vorgaben und dann, wenn das verletzt wird, durch entsprechende Sanktionen und wer prüft dann Verletzung. Das heißt, ich muss bestehende Institutionen, sei es im Strafrecht, sei es im BGB, versuchen besser auszustatten mit Know-how. Und ich glaube, dass man da sehr viel mehr an Gestaltung erreichen kann im Netz. Und dass man auch stärkere Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen aufstellen kann. Und das nicht dazu führen wird, dass damit das Internet zerstört wird. Das wird ja immer so dann an die Wand gemalt. Dann macht man das Internet von seiner ganzen Qualität her kaputt. Das, denke ich, wird auf keinen Fall eintreten. Das ist einfach vordergründig polemisch und nicht in der Sache fundiert. Vielen Dank. Da als Ergänzung nur die Thematiken oder die Ansatzpunkte, die Sie genannt haben, also Intermediäre unter anderem, werden ja durchaus auch an einem neuen Ort im Bereich der Politik diskutiert, nämlich in der Bund-Länder-Kommission Medienkonvergenz, wo wir also auch nochmal eine deutsche Besonderheit haben, was die institutionelle Gestaltbarkeit angeht. Also da wird es auch nicht gerade einfacher, wenn man in dieser Runde diskutiert und was. Das dauert auch. Ja, das dauert. Und der andere Punkt, der da hinzukommt, eine weitere, und das ist vielleicht in die Zukunft noch reichende Diskussion, ist, dass wir dann da auch ein interessantes Konvergieren, glaube ich, der Diskussion um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben werden an dieser Stelle, wo man vielleicht im Moment nicht unbedingt darüber nachdenkt. Aber das besprechen wir in drei weiteren Kongresszyklen vielleicht nochmal. Es gibt einige Fragen und ein paar Minuten haben wir noch und deshalb würde ich gerne noch die Fragen aus dem Plenum dazu nehmen. Sie hatten sich gemeldet. Ich glaube, ich kann die Rednerliste umgehend wieder schließen. Also 1, 2, 3, 4 geschlossen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Erik Maxwithard von der Universität Potsdam. Ich habe eine Frage an beide Diskutanten, nämlich hat der Staat tatsächlich überhaupt auch ein Interesse, so ein bisschen ketzerisch gefragt, digitale Souveränität herzustellen? Denn ich finde es beispielsweise nicht lächerlich, ein Bundesamt für Algorithmen einzurichten, denn laut Bitkom, Sie haben die Verbände bereits angesprochen, verdienen ja mittelständische Unternehmen, gar nicht so die großen Konzerne, die man vielleicht nennen möchte, sondern mittelständische deutsche Unternehmen mit Überwachungssoftware pro Jahr etwa 500 Millionen Euro. Das finde ich eine gewaltige Summe und exportieren ihre Überwachungssoftware in Länder wie Ägypten, Saudi-Arabien und Russland und stellen dadurch natürlich auch eine Gefahr für die Protestakteure dort vor Ort dar. Also kann es nicht durchaus auch sein, dass Deutschland und womöglich auch mittelständische Unternehmen aus diesem Land die Welt sogar unsicherer machen und es womöglich zum Schutz dieser Industrie gar kein Interesse gibt, digitale Souveränität, auch mit Blick vielleicht beispielsweise auf Verschlüsselung, hier im Land herzustellen? Vielen Dank. Wir sammeln die Fragen.
Dankeschön. Anja Mier vom Institut für Menschenrechte der Universität Utrecht. Das Wort Regulierung ist gefallen und die verschiedenen Akteure. Und ich denke, das ist auch jedem klar, das ist im Moment so die Debatte, wer reguliert was oder wer hat welchen Beitrag. Ich möchte auf diese rechtlichen Rahmen zurückkommen. Also das Ganze, wie soll das dann, in welche Fassung soll das dann gegossen werden? Und ich arbeite selber zum Thema Cyberjustice und bin da im regen Austausch mit Fachleuten, die zu dem Law of the Sea, also zum Seerecht und zum Outer Space, zum Raumfahrtsrecht arbeiten. Und die sagen sich, Mensch, das haben wir alle schon mal gesehen. Das ist eigentlich nichts anderes. Womit wir es hier zu tun haben, ist ja letztendlich ein Raum, ein Space, der sozusagen nicht territorial staatlich eindeutig geregelt ist. Und meine Frage jetzt einfach auch an Sie alle sozusagen auf dem Podium. Inwiefern können denn eigentlich diese, sagen wir jetzt auch das internationale Menschenrecht, das internationale Völkerrecht, das internationale Seerecht und da kann man dann so weitergehen, die ja alle genau mit diesem Problem zu tun haben, wie regulieren wir Räume, die eigentlich nicht eindeutig oder hauptsächlich nationalstaatlich geregelt werden, ob man da sich nicht auch Inspiration von holen kann und sagen, die Probleme haben die eigentlich schon alle durchgekaut, ne? Also wie Verantwortlichkeiten, wer wird, wie kann man sozusagen Strafen durchsetzen, muss es vielleicht einen internationalen Gerichtshof sogar zu Cyberspace geben. Auch das sind Debatten, die da geführt werden können. Und dazu eben meine Frage an Sie, inwiefern das tatsächlich als Inspiration geeignet ist. Oberland Universität Jena. Ich habe eine Frage bezüglich der Standards. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja ein großes Thema, große amerikanische Unternehmen auf europäische Standards, auf einen europäischen Rechtsrahmen festzulegen. Ist das eigentlich ein Thema bei den TTIP-Verhandlungen und ist TTIP da eher eine Chance oder eher eine Gefahr für die digitale Sicherheit in Europa? Hartwig Hummel, Uni Düsseldorf. Ich setze mal dieses Metapher-Problem an. Ich hätte auch eine Metapher, eine englische. Dies ist die, oder so eine gemischte, die gesellschaftliche License to Operate für Unternehmen. Also das ist ein gegenseitiger Deal zwischen Markt und Staat oder Markt und politischer Regelung, dass der Markt tätig werden kann, Geschäfte machen kann, aber der politische oder rechtliche Rahmen hergestellt werden muss, um diesen Markt überhaupt zu ermöglichen. Ich denke, das trifft auch sehr stark auf diese neue, auf das zweite, dritte, vierte Generation Internet zu, die sich weiterentwickelt hat von dem Internet der Freaks in den Instituten oder des Militärs ganz am Anfang, wo es hier um große Geschäfte geht, wo es zum Beispiel geht, so eine Art Patentschutz, Copyright durchzusetzen, wo es darum geht, Bezahlmechanismen durchzusetzen und wo man sehr wohl rechtliche Mechanismen braucht, um sowas durchzusetzen. Also hier die Frage, ob das nicht ein Hebel wäre, um auch eine Regulierung des Internet im Sinne von anderen als nur Geschäftsinteressen durchzusetzen. Der zweite ganz schnelle Punkt wäre auch die Frage, die kurz mal angesprochen wurde, der Verantwortung der Techniker und der Softwareentwickler für ihre Produkte. Wir haben ja eine Diskussion über die Verantwortung der Medizin für das, was sie da erforscht oder der Atomphysiker für das, was sie da erforscht. Warum nicht auch der Techniker, wenn sie solche Software herstellen, die Lücken hat, die bewusste Lücken hat zum Teil, die optimiert ist für eine Geschäftstätigkeit, aber nicht für soziale Kriterien. Vielen Dank. Ich weise noch mal darauf hin, wir müssen die Rednerliste schließen, nicht zuletzt auch, weil dann hier in Kürze das Sonderplenum noch stattfinden wird in diesem Raum. Wir haben aber noch Zeit für zwei kurze Abschlussstatements. Das ist sicher schwierig bei der Vielfalt der Themen und der Fragen, aber vielleicht können die ein oder anderen Aspekte noch angesprochen werden. Janet. Ich bleibe mal bei meiner Metaphernkritik und würde zu der ersten Frage, hat der Staat ein Interesse an digitaler Souveränität, sagen, dass in dieser Frage schon gleich zwei Fiktionen drin sind, nämlich ein einheitlich handelnder Staat, der weiß, was er tut, und eben der Begriff der Souveränität unter den Bedingungen einer fortschreitenden Transnationalisierung.
Ich glaube, dass man beides auf dieser Ebene nicht beantworten kann. Erstens ist der Staat nicht ein einheitlich handelnder Akteur, sondern ist selber eine Konfiguration oder Konstellation. Und bei der Souveränität geht es eben auch darum zu klären, was wir mit dieser Selbstbestimmung und Unabhängigkeit und Gleichheit zwischen Staaten, was ja alles im völkerrechtlichen Zugriff auf diesen Begriff eine Rolle spielt, was wir da genau meinen. Und ähnlich würde ich auch argumentieren im Hinblick auf die zweite Frage, der Space. Ich behaupte immer, dass eine der Dinge, die sich in unserer Wahrnehmung des Internet in den letzten 10 Jahren radikal verändert haben, ist gerade mit dieser Space, mit diesem Space-Verständnis gut benannt. Früher war das Internet ein Raum, ein virtueller Raum, in den wir uns reinbegeben haben. Mit dem mobilen Internet hat sich das verändert. Jetzt ist das Digitalisierung etwas, das die Gesellschaft durchdringt. Und damit endet sozusagen die Analogiebildung zu sowas wie Outer Space und Sea. Auf der institutionellen Ebene, wenn man über Rechtsprechung redet, da kann da durchaus wieder, kann man sich angucken, wo Vergleichbarkeiten und Lernmöglichkeiten bestehen, aber nicht im Hinblick auf Regulierung von Space. Ich glaube, diese Phase des Internets haben wir hinter uns gelassen. TTIP, Chance und Gefahr. Ich habe ja Handelsabkommen vorhin schon angesprochen. Man kann sehen, dass Regelbildung des Internet für das Internet tatsächlich auf sehr verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen stattfindet. Und inzwischen gehören Handelsabkommen zu einem ganz wesentlichen Instrument der Regulierung auch der digitalen Verhältnisse. Und hier ist eben das Problem, dass das Maß der Intransparenz deutlich höher ist, als wir das von anderen internationalen Verhandlungen kennen und damit auch die Artikulation von Interessen extrem asymmetrisch ist. Und man muss tatsächlich befürchten, dass mit Handelsabkommen gerade auch Fragen des Datenschutzes, die für uns ja sehr wichtig sind, wenn es um Digitalisierung geht, dass da also sozusagen konkurrierende Foren aufgemacht werden und Regelungen womöglich zustande kommen, die eine europäische Souveränität im Hinblick auf Aushandlungen von Datenschutz unterlaufen. License to operate. Ich glaube, dass rechtliche Mechanismen als solche mehr versprechen, als sie halten können. Und da ist Safe Harbor mein Beispiel. Da haben wir im Prinzip ein starkes rechtliches Regularium, aber Enforcement ist quasi null. Und deshalb würde ich davor warnen, zu denken, es gäbe einen Hebel, mit dem man irgendwas lösen kann. Erstens, weil das Mann, das Selbst so widersprüchlich zusammengesetzt ist, dass es sowas wie eine Idee einer Steuerung schon deshalb schwer durchzusetzen ist, weil die Konstellation so schwierig ist. Und zweitens, weil man eben Normsetzungen in Bezug auf digitale Infrastrukturen wirklich durchbuchstabieren muss im Sinne von technischen Normen, rechtlichen Normen, aber auch soziokulturellen Normen. Die alle spielen damit rein. Also es geht um Ordering in einem breiten Sinne. Und so muss man das, meine ich, sowohl sozialwissenschaftlich angehen als auch politisch verstehen. Danke. Vielen Dank. Und Frau Leuthauser-Schnang. Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz kurz. Wenn ich es mal runterbreche bei der Frage, welche Interessen hat denn dann der Staat, sprich haben die Verantwortlichen auch für staatliche Institutionen, dann haben sie einmal kein Interesse eigentlich an wirklich einer funktionierenden Verschlüsselung im Internet. Weil wo bleiben sie dann mit ihren Interessen? Wo bleiben dann die staatlichen Sicherheitsbehörden mit ihren Interessen, unter welchen Voraussetzungen auch immer, dann auch Informationen gewinnen zu können, um ihre Aufgaben vorgehen gegen Terrorismus, Kriminalität anderer Form wahrnehmen zu können. Und deshalb ist bei der Verschlüsselung aus Sicht der Bürger ein Rieseninteresse da, dass er auch gestärkt wird in seinem Anspruch gegen Anbieter, Verschlüsselungsprogramme bekommen zu können als Anspruch. Und dem Staat, der bei Verschlüsselungen immer ein Interesse hat, nämlich selbst einen, ich sag's mal, Schlüssel zu haben, um dann selbst auch diese Informationen wiederum für sich gewinnen zu können. Also da ist dann das Interesse des Staates eher sehr gering ausgeprägt. Und
Das überträgt sich vielleicht auch auf die Entwicklung von Sicherheitstechnik. Natürlich könnte man auch den Export von Sicherheitstechnik in bestimmten Bereichen, wenn sie nur ausgerichtet sind auf die Interessen von staatlichen Institutionen, begrenzen, so wie man das eben auch permanent versucht mit Blick auf klassische Waffen. Ich teile Ihre Einschätzung, Frau Hoffmann, mit Blick auf den Space. Mit dem Internet der Dinge und dem Smartphone hat sich das komplett verändert, sodass wir da nur mit so den herkömmlichen Mechanismen nicht arbeiten können. Aber rein abstrakt ist natürlich der Ansatz, dann, wenn ich Verpflichtungen auch international wirkend aufstelle, dann auch einen internationalen Gerichtshof letztendlich zu haben, wie wir es im Bereich von Menschenrechtsverletzungen ja in einigen Punkten auch haben. Also dann wären wieder klassische bekannte Instrumentarien nutzbar. Aber ich muss zunächst mal mich damit auseinandersetzen, wann sollen die denn greifen? Und da die materiellen Voraussetzungen für zu finden, da glaube ich, können wir nicht auf jetzt das Erfahrungen aus Seemrecht, Raumfahrtrecht und so weiter zurückgreifen. Generell zu Abkommen TTIP. Ja, natürlich können sie eine Chance sein, theoretisch ein Abkommen für die Regelung von Standards. Nur soweit ich das weiß, also beim TTIP teile ich, das ist erstens auch nicht wirklich in dem Sinne nur mal etwas transparent. Aber zweitens, soweit ich das weiß, ist gar nicht das Thema Datenschutz, Datensicherheit wirklich ein Thema, über das im Rahmen von TTIP verhandelt wird. Da sind natürlich die Interessen von Seiten der Amerikaner gegenüber der EU vom Grundsatz her unterschiedlich. Aber auch die EU hat in meinen Augen, wenn man es insgesamt ansieht und die einzelnen Akteure sieht, als Vertreter der Staaten, der Regierungen, um es ganz präzise zu sagen, auch sehr unterschiedlich. Wie weit soll denn Datenschutz gehen, weil man meint, Datenschutz sei nur eine Behinderung letztendlich zur Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben. Es gibt ja Verhandlungen über ein EU-USA-Datenschutzabkommen, was so ein Rahmen, sogenanntes Umbrella-Abkommen sein soll, wo man jetzt mal erste Fortschritte, dass überhaupt Ausländer Zugang zum amerikanischen Rechtsschutz haben, also überhaupt eine Klagemöglichkeit haben, wohl gekommen ist. Aber ich würde mal sagen, mit TTIP erwarte ich in dem Bereich keine Verbesserung, nach dem, was ich bisher so an Informationen habe. Ja, und beim letzten Punkt, die Verantwortung derjenigen, die Technik entwickeln. Ja, da muss ich mich auch damit befassen. Wo will ich denn dann die Eingrenzungen vornehmen, sodass die dann auch, wenn Lücken da sind, wenn missbräuchliche Entwicklung oder andere Form der Entwicklung von Technik da ist, dann auch eine Haftungsverpflichtung eintritt. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Dann können wir eigentlich wieder von Anfang an anfangen zu diskutieren. Wie kann bei dieser Ausgestaltung des Netzes durch die technische Entwicklung, wie können da solche Handlungsanforderungen aufgestellt werden, auch an die Softwareentwickler? Einige, glaube ich, gibt es. Man kann es abstrakt sagen, aber eine generelle Produkthaftung übertragen auf Softwareentwicklung. Ich glaube, da würde man das Recht wirklich überfordern. Da würde man vom Recht mehr erwarten, als es in der Lage wäre zu liefern. Ganz vielen Dank. Ich habe die ganze Zeit überlegt, mit welchem kurzen Schlusswort ich das beenden kann. Und mir fällt dazu erstmal nur ein Zitat ein von Douglas Rushkoff: Program or be programmed. Und ich glaube, das kann man sowohl in Richtung der IT-Sicherheit und der Entwicklung denken, aber durchaus auch in Richtung der Politik. Denn da geht es ja auch darum, entsprechende Routinen zu entwickeln, die dann etwas leisten können. Ich bedanke mich sehr für die vielen Beiträge hier auf dem Panel und die Fragen aus dem Publikum. Ich verweise, dass man diese Debatte, wie auch alle anderen auch, selbstverständlich auch in diesem Internet noch weiterführen kann, was in Teilen auch geschieht. Danke auch nochmal der Schader-Stiftung für die Ermöglichung dieser Debatte und beende diese Sitzung hiermit. Vielen Dank.